Herzlich willkommen im ICE 666 nach Ohio Hauptbahnhof. Wir erreichen unser Ziel wegen eines Vorfalls circa 4 Stunden später. Grund dafür ist eine merkwürdige Person, die sich im Zug befindet und sich gegenüber Fahrgästen gruselig verhält und sie anstarrt. Sollten Sie eine Person sehen, die Sie beobachtet, melden Sie sie uns. Ansonsten wünschen wir Ihnen eine angenehme Reise mit der Deutschen Bahn. Und damit herzlich willkommen, Leute, zu Creepy Waves FM, dem Spiel Train Depart. Wir setzen uns in einen Zug rein, in dem merkwürdige Sachen passieren. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr besonders den Intro-Part gefeiert habt und ihr mehr von solchen komischen Intros haben wollt, lasst erst recht einen Daumen nach oben da und lasst ein Abo da. Wir legen los. Neues Spiel. 25. Juni. Diese Geschichte, ich erzähle sie nicht oft. Es war während eines dieser heißen, drückenden Sommer. Die Art, bei der die Luft schwer wirkt und die Zeit sich verlangsamen scheint. Ich war 16 und reiste das erste Mal alleine. Meine Eltern waren voraus zu unserem Familientreffen mit dem Flugzeug geflogen. Ich nahm den Zug, um sie zu treffen. Wissen Sie, es gibt etwas daran, alleine auf einer Reise zu sein, das einen älter fühlen lässt, als man ist. Ich hatte meinen Rucksack, mein Telefon und Laptop. Es fühlte sich an wie ein Abenteuer, das darauf wartete zu geschehen. Als der Zug anfing zu fahren, spürte ich eine Mischung aus Aufregung und wenig Sorge. Aber ich hatte keine Ahnung, was wirklich vor mir lag. Ich dachte, es würde einfach eine direkte Fahrt sein. Okay, und so ist das Intro aufgebaut. Und da fahren wir nicht mit der ICE, mit der Deutschen Bahn, sondern mit dem BM18. Und ja, da sind wir auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, es heißt jetzt mal einsteigen, Kollegen. Wer hat mir da einen geschrieben? Wie kann ich denn da auf die Nachricht antworten? Oh, habe ich 3 Handys dabei? Für jeden Chat habe ich ein eigenes Handy. Okay, das ist ja mal krass. Also, TrainJet schreibt mir: Guten Tag, Ihre Verbindung wird ungefähr 15 Minuten verzögern. Ja, okay, ist also doch der deutsche Bahnsimulator. Wobei, nee, die sind ja immer eine Stunde zu spät. Sitzplatznummer ist 36. Ah, okay. So, und die Eltern scheinen wohl also alle da zu sein und angekommen zu sein. Also, Papa, Mama und TrainJet. So, dann gehen wir mal in den Zug hinein. So, let's go. Oh, Leute, ich war auch letztens erst in dem Zug unterwegs und was soll ich sagen? Beide Male 2 Stunden zu spät angekommen. Man kennt es. So, Sitzplatz Nummer 36. Hallöchen, liebe Dame, kann ich mich vielleicht zu Ihnen setzen? Okay, sie guckt ja komisch, aber na gut. Stimmt mit Ihnen was nicht, Sir? Alles in... Alter... Die scheinen ja alle gar nicht gesprächig zu sein. Vielleicht ist der Opa so gesprächig. Hallo? Jahre in meinem Beruf haben meine Beobachtungsgabe geschärft. Es ist interessant, welche Geheimnisse die Menschen auf ihren Reisen mit sich tragen. Oft direkt vor aller Augen versteckt. Na gut. Hey, vielleicht ist die ja gesprächiger. Magst du Züge? Ich bevorzuge Autos. Sie fühlen sich sicherer und spaßiger. Eigentlich nicht, aber okay. Ja, ich mag Züge. Ja, ich mag Züge. So, Sitzplatz Nummer 36. Ey, Mister, ich muss mal eben kurz hier vorbei. Sorry, Kollege. Ich muss hier leider... Was? Entschuldigung, darf ich bitte zu meinem Sitz? Oh, aber natürlich, eure Hochheit. Hä, Moment, ich hab doch gar nicht so geredet. Na gut, weiß jetzt nicht. Oh, kümmern Sie sich nicht um mich. Ich werde einfach aus dem Weg gehen, bis Sie fertig sind. Jo, okay, so weit mussten Sie jetzt aber nicht zurück in den Waggon gehen. Tut mir leid, ja, eure Exzellenz. Ich weiß nicht, ist das mein Sitzplatz? Wo ist der Sitz 36? Ich glaube, das müsste der sein. Oh, okay. Da ist es ja. So, Koffer reingelegt und setzen wir uns. Okay, na gut. So. Mama hat mir geschrieben. Bist du schon abgefahren? Wie ist dein Sitz? Alles in Ordnung? Ja, wir sind unterwegs, habe meinen Platz gefunden, aber meine Leute können echt definitiv netter sein. Ich schreibe mehr, wenn wir weiter sind. Richte gerade meinen Laptop für die Fahrt ein. Okay, der Laptop ist in meinem Rucksack. Ist der Typ da noch da, dieser komische creepy Dude? Nee. Warte, ich kann hier durchgehen. Ich hatte jetzt nicht vor, da hinzugehen. Na gut, dann vielleicht ein andermal. So, was haben wir hier? Wir haben Snacks, Handtücher, Bücher und Laptop. Also wir sind, glaube ich, Java-Buch. Wahrscheinlich sind wir Programmierer. Na gut, nehmen wir einmal den. Was ist das für ein Laptop? Werfen. Moment. Nein, mein Laptop. Ich wollte den nicht werfen. Okay, dann schmeiße ich den Laptop auf den Tisch. Nein. Oh, Junge, jetzt ist der aber locker kaputt. Hat's geklappt? Oh, jawohl, es hat funktioniert. Glaub ich
nicht. Na los! So, jetzt aber. Der Tisch war klein, aber der Laptop passt irgendwie drauf. Ja, ich kenne das, ich kenne das. Ah, so. 12.05 Uhr. So, Wacklaff, wer ist das denn? Wer hat denn hier da geschrieben? Sorry, Mann, Zug-Wi-Fi. Musste mich nur einloggen. Ich will Klicker spielen, bevor wir ankommen. Ah, okay. Komischer Dude. Ich konzentriere mich mal auf die Fahrt. So, wir haben hier auf jeden Fall eine Katze. Oh, das ist so ein... Wow! Das ist so ein Cookie-Clicker-Prinzip. Und wir können uns hier Level abmachen. Oh, okay. Das bockt ja richtig. So, Achtung, wir kaufen uns jetzt die Katzenmine. Noch einmal. So, okay, let's go. Weiter, weiter, weiter. Entschuldigen Sie? Entschuldigung, was kann ich Ihnen bringen? Boah, ich hätte jetzt gerne einen Croissant-Teller und Zitronenlimonade. Ich fürchte, wir haben keine Limonade, aber ich kann Ihnen Wasser zum Essen bringen. Ja, dann halt das. Ich bringe unsere Bestellung gleich. Okay, der Zug war nach modernen Standards und das war seltsam, dass sie heute nur Wasser hatten. Aber solche Dinge passieren. Ey, man kennt es. Es ist immer so. Dann zocken wir mal weiter. Bam, 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 bam. Yo, das bockt ja übertrieben. Und in der Zwischenzeit habe ich sogar richtig gut gelevelt. So, einmal ein paar Level-Ups kaufen. Ich meine, ich habe nichts Besseres zu tun auf dem Zug, als einfach Cookie-Clicker zu spielen. Okay, das bockt schon. Das bockt schon sehr stark. Ja, aber ist das das Einzige, was wir jetzt gerade machen müssen? Ich glaube, wir zocken einfach Kugelklicker. Aber ich will wenigstens noch den Laserpointer schaffen. Ich will wenigstens noch den Laserpunkt kriegen. Komm schon, einmal. Wow, let's go! Ich dachte daran, vor dem Essen auf Toilette zu gehen. Oh, ja gut. Macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Okay, dann stellen wir mal auf. So, vor dem Essen geht's erstmal auf Toilette. Oh, was geht ab, ey? Zockt ihr Backe, Backe, Kuchen? Mrs.? Okay, sie ist wohl noch nicht fertig mit all den Bestellungen. Dann gehe ich einmal in die andere Seite des Zugs. Ist eine entspannte Zugfahrt bis jetzt. Alle Leute sind da. Manche Leute sind creepy. Aber gut, dann gehen wir mal eben auf Toilette. Ja, so, abschließen und... Was ist das hier? Das war seltsam. Dass jemand eine Tasche voller Uniform auf der Toilette zurückgelassen hat. Warum hat jemand seine Uniform auf der Toilette gelassen? Das macht gar keinen Sinn. Und oh, was auch gar keinen Sinn macht, ist, warum ist dieses Bad so verdreckt? Das sieht so ekelhaft aus. Aber naja, ich muss trotzdem auf Klo. Jawohl. So, okay, mein Essen müsste gleich da sein. So, dann schnell auf meinen Sitz zurück. So, let's go. Die Dame ist immer noch nicht fertig mit der Bestellung. Da scheint wohl irgendwie ein Problemkunde zu sein. Ey, mein Freund, kannst du dich nicht entscheiden? Wi-Fi ist verfügbar, aber mein Akku ist leer. Das tut mir leid, ey. Der sieht doch ein bisschen aus wie Elton. Ey, Elton, bist du das? Na gut. Oh mein Gott, ich habe meinen Laptop hier einfach liegen lassen. Warte, check mir mal ab. Haben wir noch irgendwelche Sachen? Nee, ich kann hier nichts abchecken. So. Okay, also ich kann entweder hier warten oder ich kann jetzt einfach Cookie-Clicker spielen. 12.21 Uhr. Eine Viertelstunde später. Die haben mein Croissant mitgebracht. Wie cool. Warte, meine Mutter hat geschrieben. Schade, dass sie keine Limonade hatten. Gut. Ja, wie gut. Wegen Zucker oder was? Ich esse jetzt erstmal... Oh. Okay, das sind aber ziemlich crunchy Sachen. Entschuldigung Sie, lieber Herr, der die Limonade wollte. Wir haben ein Paket in unserem Lager gefunden. Bitte genießen Sie es. Okay, dankeschön für die Cola Zero. Yo, hat der die gerade auf meinen Schoß aufgegossen? Was war das für ein komischer Typ? Naja, egal. Ich musste etwas trinken, bevor ich weiter aß. Na gut, trinken wir das mal aus, Leute. Cola Zero mit einem Plastikstrohhalm. Noch die alten Zeit. Man kennt sie noch. Ich war so durstig, dass ich die ganze Limonade auf einmal ausgetrunken habe. So, jetzt habe ich gegessen. Bin fertig. So, sie war warm und hatte einen seltsamen Geschmack. Cola war warm? Aber ich war glücklich und ich hoffe, dass sie nicht schon jahrelang dort lag. Man weiß es nicht. Die Cola war warm. Was soll das heißen? Ich glaube, Leute, ich sollte etwas spazieren gehen oder ich könnte am Laptop spielen. Weißt du was? Ich zock jetzt einfach mal wieder Cookie-Clicker. Yeah, Leute. Das nächste Level muss freigeschaltet werden. Laserpoint. Oh, jetzt. Was? Was ist denn jetzt los? Hey. Hey. Ich muss Cookie-Clicker spielen. Ich werde müde. Was geht denn ab? What's going on, Alter? Warum? Hä? Ich werd müde. Nein, 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 nicht müde werden. Nicht müde werden, Alter. Wir müssen noch den Rekord brechen, Cookie-Clicker. Nein, 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 nicht müde. Nicht einschlafen. Nicht einschlafen. Oh mein Gott, wir schlafen einfach so ein, während wir zocken. Plötzlich fühlte ich eine starke Müdigkeit. Da war safe was in der Cola drin. Da war was in der Cola drin. Um ehrlich zu sein, hatte ich immer nach einem guten Essen, aber... Dieser war hartnäckiger. Und es war, als könnte ich ihm überhaupt nicht widerstehen. Oh, Mann, ey. Was ist denn da? Wow. Ich bin über...
Da war was in der Cola. Da war was richtig in der Cola drin. 16.08 PM. Was ist denn jetzt hier auf einmal los, ey? Hä? Polizeieinsatz? Warte mal. Leute. Juckt mich alles nicht. Lass mich erstmal Kuchenklicker spielen. Ich muss auch den Rekord knacken. Ja. So, let's go, Leute. Wir machen 765 Katzen pro Sekunde. Könnt ihr meinen Rekord knacken? Habt ihr meinen Rekord in Kugelklicker geknackt? Ich glaube nicht. Und zack, das vorletzte Upgrade. Okay, hier mache ich erstmal Pause. Schauen wir uns mal um, was hier alles so ist. Ich schlief lange und dieser Mann in meinem Traum. Wir müssen bereits den Grenzbahnhof erreicht haben. Ich muss ein wenig spazieren gehen und frische Luft im Foyer schnappen. Okay, dann gehen wir mal raus und schlafen ein bisschen. Ich hatte nicht vor, dahin zu gehen, aber da hinten ist doch ein Gang. Ich muss raus. Ey, fragen wir bei der Mister. Je länger diese Zugfahrt dauert, desto mehr zerrt sie an mir. Sagt Elton, der keinen Akku mehr hat. Ich kenne das. Du bist auf Entzug. Aber der Zug ist ziemlich leer. Wir haben schon ziemlich viele Leute, die ihr Ziel erreicht haben. Hey, was geht ab? Ich sage meinen Jungen immer, du musst in dieser Welt stark sein. Aber er ist eher der sanfte Typ. Und sie ist eher, Junge, die war, als hätte die 10 Jahre Jahresabo bei McFit abgeschlossen. Und der? Mama sagt, es gibt Leute, die in diesem Zug illegale Sachen transportieren. Es ist wie etwas aus einem Film, oder? Irgendwie cool. Ich bin aber in einem Spiel und nicht in einem Film. Und was hier passiert, ist komisch. Vor allem, hier ist einfach die Polizei. Die ist hier... Was hat der gerade gemacht? Okay, muss ich nicht ganz verstehen, aber es ist halt so. Was ist das für eine Tasche? War die Tasche schon vorher? Könnt ihr mir vielleicht zurückspulen im Video an die Stelle, wo wir das erste Mal im Zug auf Toilette gegangen sind? War die Tasche schon vorher da? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, hier passieren komische Sachen im Zug. Und... Liebe Rentner. Ach, Zugfahrten. Sie erinnern mich an einfache Zeiten. Ja, mich erinnern Sie an Stress und Verspätung momentan. Na gut, können wir raus? Nee, wir können nicht raus. Ich hatte nicht vor, dahin zu gehen. Na gut, okay, wir kommen hier wohl nicht raus. Ich glaube, ich muss eher auf Toilette. Ich habe so lange geschlafen. Erstmal nach dem Schlaf ordentlich auf Toilette gehen. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist das Wahre. Mein Essen könnte jederzeit zurückkommen. Also kehre ich ohne Zugang auf meinen Sitz zurück. Okay, es gibt schon wieder Essen? Das ist ja krass. Na gut. So, dann würde ich sagen, let's go. Oh nein, 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 nein. Wer ist das da hinten? Wer ist das? Ich will hier nicht rein. Ich will nicht. Warum kommt die Polizei in den Zug? Hallo? Officer, ist irgendwas passiert? Ausweis und Ticket bitte. Reisen Sie alleine. Wer sind Sie? Sind Sie die Zugpasskontrolle? Ich habe mein Ticket schon vorgezeigt. Ich muss das nicht nochmal machen. Aber wenn Sie wollen, hier, nehmen Sie alles. Nehmen Sie mein Perso, nehmen Sie mein Portemonnaie, nehmen Sie, was Sie wollen. Ja, meine Eltern warten auf Zielort auf mich. Die sind mit dem Flugzeug gekommen, wissen Sie? Inhalt des Gepäcks. Irgendwelche verbotenen Gegenstände. Nein, nur meine Kleidung, einige Bücher und Snacks. Immer vorbereitet, mein Sohn. Eine zusätzliche Durchsuchung scheint nicht nötig. Ich weiß, meine Eltern haben es mir gesagt. Jawohl. In Ordnung, gehen Sie weiter. Warum wollen die hier irgendwas kontrollieren? Die Grenzkontrollbeamten schienen ziemlich angespannt zu sein, entschieden sich aber schließlich, mich in Ruhe zu lassen. Aber... Okay, es sieht aus, als würden wir weiterfahren. Wir fahren jetzt zur letzten Station. Okay. Ah, möchten Sie noch etwas bestellen? Liebe Dame, Ich habe irgendwas zu sagen. Was? Warum war die Polizei denn hier? Aber egal. Ich hätte gerne noch eine Limonade. Tut mir leid. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass wir leider keine Limonade haben. Es gab eine unerwartete Lieferverzögerung. Hä? Aber der Kollege sagte, Sie hätten das letzte Paket gefunden. Zweiter Steward. Tut mir leid. Ich arbeite allein in der heutigen Schicht. Der Typ, Leute. Der Typ von der Limo. Er hat mir eine Limonade gegeben, in der Sachen drin waren, die mich müde gemacht haben. Und er arbeitet nicht hier. Warum ist ein fremder Mann, der sich ausgibt als Steward, in meinem Zug? Fühlen Sie sich nicht in Ordnung? Sie sehen nicht gut aus. Ja, Mr. Stark, I don't feel so good. Naja, mir geht's gut, denke ich. Sie sind wahrscheinlich müde. Wir kommen bald an. Rufen Sie mich bitte, wenn Sie etwas brauchen. Na gut, danke schön, lieber Stewardess, aber bin ich sehr verunruhigt. Naja, egal, dann würde ich sagen, Leute, zocken wir erstmal Cookie Clicker. Und wir haben schon fast die Rekorde geknackt. Guckt euch mal an, wir machen 5600 Katzen pro Sekunde. Und das ist ja absolut krass, Leute. 6800 Kätzchen. Junge, wir holen den Rekord in diesem Spiel. Wir können hier wirklich maxed out Upgrades kaufen gerade. Junge, was? Alter, ich komme kaum mehr hinterher mit dem Ausgeben. Das ist ja Wahnsinn. Na gut, okay. Ich glaube, das Spiel haben wir durch. Ah, ich steh jetzt einfach mal auf. So. Hey, Mann. Der Mann, der in meinen Träumen war. Ja, irgendwas ist mit ihm. Er suchte etwas in meinem Gepäck. Deswegen war die Polizei hier. Okay.
Hey Mister, geht's Ihnen gut ohne Internet? Wi-Fi ist verfügbar, aber mein Akku ist leer. Ah ja, Elton, das hast du schon öfter gesagt, aber gut, wahrscheinlich ist er in der Zeit zurückgereist. Gucken wir mal im Koffer, was haben wir? Snacks, Handtücher, Bücher, seltsame Tasche. Woher habe ich die Tasche? Die war vorher nicht. Aus irgendeinem Grund dachte ich, es wäre besser, den Inhalt auf Toilette zu überprüfen, wo ihn niemand sehen würde. Okay, was ist in dieser braunen Tasche drin? Es ist so sehr komisch. Aber ja, wir prüfen es mal nach. Machen wir mal die Tür zu. Guck mal, was drin ist. Der Mann hat mir diese Tasche gegeben. Ich war mir nicht sicher, aber die Sache sahen aus wie Drax. Sie, wie die in Filmen zeigen. Was ist da bitte? Mehl oder Pulver? Zuckerpulver ist in meiner Tasche. Mehl ist in meiner Tasche, Leute. Weg damit. Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Ich sollte es in der Toilette vielleicht runterspülen. Komm, schmeißen wir das in die Toilette. Na los, ab in die Toilette. Spülen wir die Toilette. Na los. Okay, ich hab's runtergespült. Ich weiß zwar nicht, wie es gepasst hat, aber ich glaube, aus irgendeinem Grund kam mir nichts Besseres in den Sinn, als es einfach runterzuspülen. Ja, das war auf jeden Fall auch die beste Option. Aber ja, was wollen wir? Wenn dieser komische Typ sich jetzt nochmal zeigt, ich sag's euch, boah, da wäre ich aber richtig... Ja. Hallo, kleiner Junge. Was hast du mit meinem Geschenk gemacht? Was ich gemacht habe? Entschuldigung? Ja, mit meinem Geschenk. Ich reise damit zu meinem alten Freund. Hast du der Polizei etwas darüber gesagt? Nein. Und warum haben sie die Uniform von einer Stewardess gestohlen? Nein, das würde ich nicht. Niemals. Jetzt hör mir sehr aufmerksam zu, wenn du sicher sein willst. Du kommst mit mir und sitzt auf deinem Platz bis zur letzten Station. Wir haben ein großes Problem. Wir haben ein großes Problem. Und denk dran an das Letzte. Machst du etwas Lustiges, wird es schlecht enden. Für dich und deine Mama und deinen Papa. Los, geh vor. Nein. 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 Ich geh nicht. Sorry. Ich geh nicht, Alter. Ich mach die Tür zu. Nein. Öffne jetzt. Oder du weißt, was danach passiert. Nein. Er konnte die Tür aufbrechen. Nein. Nein, Bro. Warte mal. Oh, oh Gott. Oh Gott. Ich habe gesagt, öffne es. Ich brauche nur, was in der Tasche ist. Ich habe es runtergespült. Du hast was? Ich werde dich lebendig in diesem Zug begraben. Öffne diese verdammte Tür jetzt. Nein, nein, nein. Wir machen das Fenster auf. Wir machen das Fenster auf. Nein, 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 nein. Nein. Na los. Werfen wir es. Trainjet, danke für die Reise. Hier spricht der Zugservice. Geht es Ihnen gut? Wir hatten einen Notruf von dieser Toilette. Bitte öffnen Sie die Tür. Ich öffne die nicht. Nein. Vergessen Sie es. Ich springe jetzt aus dem Zug raus. Okay, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ich bin im Auto. Einige Jahre sind seit diesem Vorfall vergangen. Bitte sag mir, ich hab's geschafft. Meine Eltern hatten viele Treffen mit der Polizei. Aber letztendlich ist alles gut ausgegangen. Unsere Familie wurde geschützt und ich habe sogar eine Art Ehrenurkunde von der Stadt erhalten. Und danach sind die Erinnerungen an dieses Ereignis verblasst. Aber seit diesem Tag reise ich mit dem Flugzeug. Und das würde ich auch jedem von euch raten, nicht die Deutsche Bahn zu nehmen, denn dann wisst ihr ja, was passiert. Komische Fälle. Kurz, Leute, bevor wir natürlich am Ende des Videos sind. Ich war ja letztens auch mit der Bahn unterwegs und da kriegt man halt in letzter Zeit wirklich so Sachen mit wie Personenschaden, was letztens vorgekommen ist. Deswegen ist die ganze Leitung, ganze Spur dann ausgefallen. Wir konnten die letzte Station nicht mehr nehmen. Da fragt man sich, was eigentlich alles los ist. Das ist schon heftig. Also ja. Und die ganzen Streiks mittlerweile, auch jetzt wird gerade gestreikt. Man kommt irgendwie nicht ans Ziel mit der Bahn. Ich hoffe, dass es irgendwann besser wird. Aber ja, jedenfalls, der Zug ist wenigstens angekommen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Heidi ist raus. Haut rein und lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Ciao!